Willkommen zu Outdoor Survival. Ich bin Joe Vogel. Wenn wir in unseren Breiten von essbaren Pflanzen reden, dann denken wir eigentlich an Wiesen, Waldränder oder andere fruchtbare Gebiete. Dort etwas Essbares zu finden ist in aller Regel nicht schwierig. Wie sieht das Ganze aber in Regionen aus, in denen der Boden trocken, steinig und karg ist und die Mutterbodenschicht nur wenige Millimeter dick? In Mitteleuropa kennen wir diese Bereiche als Ruderalstandorte. Ruderalflächen sind jederzeit irgendwelchen Störungen unterworfen. Das können zum Beispiel Baustellen sein, klassische Schutthalden oder aber Steinschlag, Fluten, manchmal auch die Überpopulation von Pflanzenfressern. Sehr viele Pflanzen können auf diesen Ruderalstandorten nicht wachsen, weil sie entweder einigermaßen ungestört gedeihen müssen oder anspruchsvoll sind, also humiden oder nährstoffreichen Boden benötigen. Eine Ausnahme machen die Ruderalpflanzen, das ist eine Gruppe verschiedener Pflanzengattungen, die ideal in Wuchs, Nährstoff- und Wasseranspruch auf diesen kargen Boden angepasst sind. Deshalb entwickeln sie sich sehr gut dort und kommen auch in einer sehr großen Artenvielfalt vor. Die allermeisten Gattungen der Dirty Dozen gehören zu diesen Ruderalpflanzen, beispielsweise die große Glätte, die Melden- und Gänsefüße oder aber auch die Nachtkerzen. Und wir wollen uns heute etwas mit den Nachtkerzen beschäftigen. Auf typischen Ruderalstandorten in Mitteleuropa wachsen neben den Nachtkerzen meist auch Brombeeren, Königskerzen, verschiedene Kleearten, Natternköpfe, Hundskamille und auch die giftigen Kreiskräuter. Nachtkerzen und die nahe mit ihnen verwandten Weidenröschen gibt es weltweit in allen gemäßigten Breiten. Oft öffnen sich die auffälligen gelben, violetten oder blauen Blüten erst in den Abendstunden. Ein recht sicheres Erkennungsmerkmal sind die vier Kronblätter in Verbindung mit den vierkammrigen Samenkapseln, die in den Blattachseln der Pflanzen stehen. Die weltweit wichtigste Nachtkerzenart ist die gemeine Nachtkerze, Oenothera biennis. Diese Pflanze kommt ursprünglich aus Amerika und hat sich mittlerweile aber sehr, sehr erfolgreich weltweit verbreitet. Sie wächst praktisch überall, auch an Bahndämmen, auf Schutthalden und effektiv auf jedem Feld oder an jedem Wegrand. Für uns ist diese Pflanze ein ganz, ganz wichtiger Archetypus für alle Arten innerhalb der Gattung der Nachtkerzen, da sie alle klassischen Merkmale dieser Pflanzengruppe besitzt. Wie alle Nachtkerzen hat auch die gemeine Nachtkerze vier Kronblätter und eine Reihe von Staubgefäßen, die klebrigen Pollen besitzen. Wichtig, um eine Nachtkerze sicher zu erkennen, ist auch, dass die Blüten zwischen den Blättern und dem Stiel wachsen. Das Laub ist bei den Nachtkerzen in aller Regel wechselständig, manchmal auch wirtelig. Und ganz oben befindet sich mehr oder weniger in der Krone eine Ansammlung von vielen Knospen und die Blüte, die wandert mehr oder weniger nach oben. Hier unten, diese Kapseln sind schon verblühte Nachtkerzenblüten. Diese Kapseln sind jetzt mit Hunderten, teilweise Tausenden von kleinen Samen gefüllt. Und je weiter wir nach oben gehen, desto jünger sind die Blüten. Diese Blüten sind gerade frisch verblüht, während sich diese hier noch öffnen und ganz oben die kleinen Knospen sind noch nicht mal richtig entwickelt. Diese Pflanzen werden zwischen 1,5 und manchmal sogar 2 Metern groß und man kann sie effektiv mit keiner anderen Art verwechseln oder mit keiner anderen Gattung. Gelegentlich wird die Nachtkerze mit der Königskerze verwechselt, wenn man aber darauf achtet, dass die Nachtkerzenblätter nicht wollig behaart sind, sollte das einem eigentlich nicht passieren. Im Übrigen sind die Blüten der Königskerze auch nicht vierblättrig wie hier bei der Nachtkerze. Von der Nachtkerze können alle Pflanzenbereiche roh gegessen werden. Die Blüten oder Knospen schmecken manchmal etwas süß, teilweise auch sehr scharf. Die Samen, die sehr ölreich und damit nahrhaft sind, können auch gegessen werden. Und auch die Wurzel, die in aller Regel Inulin einlagert. Jetzt muss man aber daran denken, dass die Ruderalpflanzen ja an sehr karge und harte Böden angepasst sind und dementsprechend hart sind auch diese Wurzeln. Also sie sind schon sehr holzig, man kann es nicht mit einer Möhre oder so vergleichen. Deshalb lohnt es sich, mehrere dieser Wurzeln klein zu schneiden, auszukochen und diese Fasern dann zu zerkauen, um an den Speicherstoff Inulin zu kommen. Die Samen der Nachtkerzen sind mit einem Öl gefüllt, das auch in der Kosmetikindustrie eingesetzt wird.
Im frischen oder jungen Zustand schmecken die relativ bitter. Aber sobald sie ausgereift sind, dann werden sie schwarz. Dann sind sie mehr oder weniger bis oben hin mit Öl gefüllt. Die Nachtkerze ist deshalb für uns sehr interessant, weil sie bis in den Winter, manchmal sogar bis ins späte Frühjahr hinein, die abgestorbenen Pflanzen finden können und dort an einer Pflanze mehrere tausend dieser Samen absammeln können. Wenn es im Spätjahr kälter wird, sterben die oberirdischen Teile vieler Ruderalpflanzen ab. Die holzigen Gerippe der Nachtkerzen bleiben für lange Zeit stehen. Man erkennt sie einfach an den am Stängel gedrungenen Kapseln. Zu diesem Zeitpunkt sind die vier Kammern auch geöffnet und man muss die Samen nur noch in ein Gefäß fallen lassen. Auf einem Nachtkerzenfeld lassen sich auf diese Weise in einer Stunde mehr als 500 Gramm der ölreichen Samen absammeln. Die reifen Samen der Nachtkerzen, man erkennt sie daran, dass sie nicht mehr weiß sind, sondern dunkel, schmecken sehr viel angenehmer als die noch jungen. Eine Sache muss man beim Verzehr von Nachtkerzensamen aber beachten. Wir wollen ja an das Öl, an den nahrhaften Bestandteil rankommen und diese Samenschalen sind natürlich sehr robust, die gehen durch den Verdauungskanal, ohne dass sie aufgelöst werden können. Deshalb sollte man jeden einzelnen dieser Samen zerkauen oder man macht es sich einfacher und röstet diese Samen und zerdrückt sie mit dem Messerknauf oder man kocht sich eine Suppe daraus und zerstößt das Ganze ein bisschen.